Theater im Gemeindesaal in Walbeck hieß es am 30. Oktober. Die Saalbühne wurde zur Theaterbühne umgestaltet und am Einlass begrüßte der Unternehmer Hagen Hepach die Gäste. Diese hatten großes Interesse, das Theaterstück zu erleben. Immerhin konnten bei etwa 140 verkauften Karten 50 Leute mehr das Stück sehen als im Foyer im Theater Eisleben. Der große Zuspruch erfreute auch Ortsbürgermeisterin Liane Weinert. Im vergangenen Jahr haben wir schon mal eine Theaterveranstaltung hier durchgeführt mit dem Theater Eisleben. Das war sehr gut besucht und da haben wir uns gesagt, weil das Theater Eisleben ja schon in Hettstedt, wie gesagt, verbunden ist und auch dort schon Aufführungen durchgeführt hat, haben wir uns das vorgenommen, gemeinsam das wieder weiter fortzuführen mit der Stadt Hettstedt. Im nächsten Jahr vielleicht 1, 2, 3, 4 Veranstaltungen. Wir werden uns dann überlegen, ob wir es im Ratssaal durchführen und vielleicht auch wieder in Walbeck mal. Und ich denke, das ist eine gute Sache, dass einfach Kultur dazugehört, wenn man sich heute hier umschaut. Wir sind bis auf 5 Karten ausverkauft und ich denke, die werden wir noch los. Also schauen wir mal. Und auch das Theater Eisleben freut sich hier in Walbeck zu gastieren. Bis das dein Tod uns scheidet, hieß es nun für die nächsten 90 Minuten. Diese schwarze Komödie für einen professionellen Witwer, wie sie umschrieben ist, verlangte vor allem Christopher Wartig jede Menge ab. Der Schauspieler hatte die Rolle des zehnfachen Witwers Sir Charles Chadwick übernommen und musste damit in diesem Stück nicht nur schauspielerisches Können vorweisen, sondern auch sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Mord heißt das Spiel, es ist das alte Katz-und-Maus-Gefühl. Ein Schuss in der Nacht, der Witwer, der heimlich lacht, weil die Liebste am Morgen nicht mehr erwacht. Mord hat Stil, am Ende kommt der Beste nur ins Ziel. Sei nicht langsam, gib gut Acht, sonst wirst du verlieren und du stirbst heute Nacht. Szenenapplaus begleitete das Stück bis zum Ende. Dabei war das Publikum dieses Mal aktiv im Geschehen eingebunden. Sir Charles plauderte an diesem Abend nicht nur über den perfekten Mord, sondern schwelgte mit seiner Familie in Erinnerung gemeinsamer Verbrechen. Oliver Beck in der Rolle des treuen Dieners Rupert sorgte mit seiner Mimik und Gestik immer wieder für Schmunzler. Gregor Majewski, oder besser Gregory der Pianist, sorgte an diesem Abend für die perfekte Begleitmusik. Am Ende des Stückes gab es natürlich jede Menge Applaus und eine Rose zum Dank. Wie schon angekündigt, soll auch im nächsten Jahr das Theater wieder in Hettstedt und Walbeck gastieren. Wer die Komödie in Eisleben sehen möchte, kann dies am 11., 17. oder 26. Dezember